Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Wir sollen hier etwas kreuzdorn. Der Wind heult. Ups, was soll das denn? Am Grund. Alter, ist da dunkel. Des Sees suchen. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin hier mit dem Schwimmen. Muss halt links gedrückt halten, um schneller zu schwimmen. Okay, hier können wir denn tauchen? Okay. So, ich glaube, hier haben wir. Genau, das war schon der Kreuzdorn. Schwimm mal hoch, Junge. Ich habe getan, was ich konnte. So. Ich sollte mit Wesemir reden. Ja, aber erstmal schauen wir gleich mal, wo wir hier die Nebenquests haben. Mein Gott, das sieht ja richtig nach Gewitter aus hier. Mein Gott. So, da wollte ich gar nicht hin. Quests, genau. Da wollte ich hin. Schauen wir mal. Finde Dun Wildenwert oder so. Können wir das mal machen, glaube ich. Schauen, wo das hier angezeigt wird. Im Kampf gefallen. Wo wird uns das angezeigt? Dort. Okay. Alles klar. Da können wir jetzt, glaube ich, mal als erstes hin. Weil Wesemir ist, glaube ich, ein bisschen weiter weg. So, das heißt, wir reiten jetzt mal über Weißgarten dorthin. Ich denke mal, wir machen noch mal einen kleinen Abstecher dann zum Schmied. Ja, er ist kurz nach 6 oder kurz vor 6 jetzt hier im Spiel. Das wäre irgendwie extrem eklig. So, ich reite jetzt einfach mal über ihr Feld hier drüber. So, ich glaube aber, wir halten jetzt erstmal ganz kurz bei ihm hier an. Und schauen mal. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Okay, wir schauen mal, ob ich uns möchte, dass du mir etwas anfertigst. Was herstellen kann. Stumpfe Armbrustbolzen. Okay, aber. Glühender Erzbarren. Okay. Schema Silberplatte. Okay, das könnten wir also schon mal herstellen. Silberschwert. Da fehlt uns was? Ein Silberbarren fehlt uns dafür. Und der ist auch der falsche Handwerker. Da würde ich sagen, okay, das benötigt auch Stufe 13, da sind wir noch lange nicht. Dann schauen wir mal, dass er uns unsere Sachen repariert. So, einmal das hier noch. Und aus unser Silberschwert, ach, das haben wir ja gar nicht benutzt, glaube ich. Okay. Achso, wir müssen da so drauf. Ah, okay. Ja. Jetzt kapiere ich es auch mal. Ich glaube, das sind die, die wir nicht anhaben. Was ist denn mit diesen Verbesserungen? Wir können auch mal die Sachen hier zerlegen. Und zwar nicht viel Geld, aber vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was rein. Bald, hoffentlich. Okay, der sagt uns dann auch direkt, was wir dafür bekommen. Das ist gar nicht schlecht. So, Stahlbarren. Wie viel würde das kosten? 7, die haben wir nicht mehr. Das 3, das auch 3.
abgenutzter Lederbalg. Den können wir mal vielleicht zerlegen. Altes Ziegenfell. Okay, das lassen wir mal. Sonst haben wir echt gar kein Geld mehr. Leb wohl. Genau, leb wohl. So. Plötze, wo bist du denn jetzt schon wieder? Komm her. Du bist irgendwie störrisch, Schwert. Richtig störrisch. So. Aber ich finde das auch ganz cool gemacht, dass... Alter, das sieht so mega nach Sturm aus in dem Spiel. Ich finde das richtig krass realistisch. Ich finde das richtig gut, dass das einem so anzeigt, welchen Weg man jetzt lang reiten muss. So. Ich frag mich, gibt es hier noch irgendwo eine Quest? Nee. Wohl nicht. Na gut, dann wieder zurück auf den Weg. Genau, hier war ja der Karren. Wo der Greif den Händler überfallen hat. Was ist das denn hier? Wie sieht das hier, so ein umgestürzter Turm? Oder so ein Stück von der Brücke. Alter, das ist stürmisch. Richtig krass, und hier wird's voll dunkel in dem Wald. Heftig. Das erinnert mich an so ein Unwetter irgendwie. So, hier über die Brücke. Hier haben wir ein paar Häuschen. So, hier müsste das also sein. Steigen wir mal runter und schauen mal nach. Hallo. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Der gehört meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Aber er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Hör mal, du trägst diese Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Komm mit mir. Halt mir die Gule vom Leib. Hilf mir, Bastian zu finden. Dann bezahle ich dich. Gut, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Treffen wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen weiter. Okay. Haben wir denn hier noch irgendwas zum Mitnehmen? Nehmen wir mal ein paar Blümchen mit. Ist hier sonst irgendwas? Sieht ja jetzt nicht so aus. Viel ist hier wohl nicht zu holen. So, wie nehmen solche armen Bauern hier noch aus? Kann man hier rein? Tatsache. Dankeschön, dass ich das alles mitnehmen darf. Ich weiß, du hast ein bisschen Angst vor mir. Oh. Oh, hier liegt ja jemand. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, ich bin einfach über den Drehbar gelaufen. Naja. Okay, so. Ach, da unten haben wir ja noch ein Fragezeichen. Was ist denn da? Bewachter Schatz Ertrunkener, okay. Ich glaube, ich sollte mal
Feuerschaden nehmen. Na, kommt schon her. Au. So. Hätten wir die auch weg? Oh, da haben wir eine schicke Klinge und ein Schema gekriegt. Und noch einen Stahlbarren. Schade, die Fässer hier können wir gar nicht plündern. Und die haben wohl auch nichts für uns. Was war der hier? Ernsthaft, sind das seine Gedärme? Das ist ja eklig. Na gut, wie kommen wir jetzt wieder hier hoch? Ich glaube hier so außenrum. Da liegt ja auch noch einer. Ah, gut. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder hoch? Gute Frage. Irgendwo muss es doch hier hochgehen. Naja, da wir eh in die Richtung müssen, laufen wir jetzt einfach hier lang. Und dann rufen wir gleich einfach Plötze und dann passt das schon. So, endlich einen Aufgang gefunden. Oh, wieso hängen hier irgendwelche Leute? Ist was zu lesen? Das Begraben der Leichname erhängter Deserteure und Aufständischer ist hiermit strengst verboten. Das Losschneiden von Erhängten wird mit umgehender Hinrichtung bestraft. General Mervyn Rossin, Vizekönig der Provinz Temerien. Okay. Kranke Leute, du. Na los, Blitze. Hallo. So. Ist das denn weit von hier? Ach, da auf dem Weg liegt noch ein kleines Fragezeichen. Das können wir ja dann direkt mal erledigen. Ich sehe voll nix. Au. Alter, wieso treffe ich denn die nicht? So. Drecksviecher, ey. Wieso greife ich dir einfach mein Pferd an? Gibt's doch gar nicht. Huch. Na, komm schon. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Okay, zum Zerstören eines Monsternests brauchst du eine Kartätsche Samum oder die Bombe Tänzender Stern. Begib dich in die Nähe deines Nests und drücke E, um es hochzujagen. Du hast nicht die richtige Bombe. Ups, da wollte ich gar nicht hin. I. Oh, ich habe ja ein Oberteil gekriegt. Aber das ist schlechter. Ist das, was wir gerade anhaben. Aber wir haben eine bessere Stahlwaffe. Gut, dann nehmen wir die doch mal. So, Alchemie. Können wir denn die Bomben nochmal machen? Machen die Bomben eigentlich auch, ja, wie soll man sagen, diese... Ach, guck mal eine an. Das könnten wir sogar herstellen jetzt. Wie kann man denn die... Ups, Moment. Verbrauchte Punkt. Achso, ich dachte, wir hätten einen Punkt frei. Das müsste doch bei Alchemie sein, oder? Alkohol, Bomben. Was braucht man denn dafür? Salpeter und Calcium. Das ist natürlich doof.
Na ja, gut, dann können wir das jetzt gar nicht machen. Müssen wir mal so ein bisschen mehr von so Zutaten sammeln. So, dann reite mal hier hoch, mein kleines Pferdchen. So, hier ist wohl das Schlachtfeld. So, da ist er doch. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ja, Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt. Wenn die genaue Position unbekannt ist, begib dich ins markierte Gebiet. Jo, das habe ich jetzt eigentlich auch schon mitgekriegt, du. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Ich glaube, das hier nehme ich mal alles mit. Schade, dass wir die Kisten hier nicht plündern können. So. So, Hexersinne. Suche nach auffälligen Objekten. Oh shit, Moment. Ich glaube, ich muss diese scheiß Ghule erstmal killen. Oh, der haut ja einfach. Haut ja einfach da so drauf ein, ey. So, Moment. Erstmal möchte ich die hier looten. Wo haben wir denn den letzten? Achso. Okay. Hier haben wir nur noch andere. Was ist das denn hier? Ist ein Pferd? Alter Schwede, ey. Okay, ach, hier ist was. Genau, hier ist doch das Schild. Ja, ich weiß das. Nähere dich und drücke das. Okay. Das war also nicht der richtige da vorne. Da liegt noch was Rotes. Ist er das? Na los, Susa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Na, immer noch nichts. Na toll. Wird das nochmal was? Da kannst ist noch du was. Bastian wittern, Junge? Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich. Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Vielleicht liegt das im Feuer. Okay, aber es war scheinbar auch noch nicht der Richtige. Oder doch? Husar hat seine Fährte! Komm! Oh. Alter, nicht so schnell. Okay, so können wir besser sehen, wo der hinläuft. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern.
Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysie. Nein, der Schwarze bleibt hier. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, ihr könnt Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Yeah, da haben wir ja was Gutes getan. Da haben wir noch ein Säckchen, das nehmen wir mal noch. Reines Silber? Wie geil ist das denn? So, alles klar. Dann hätten wir das auch geschafft. Du bist ja ein süßer Hund. So, drücke X, damit dein Pferd zu dir kommt. Ja, gut, das brauchen wir jetzt gerade nicht, denn wir beenden jetzt die Folge. Ich danke euch fürs Zusehen und macht's gut. Ciao.